So, und weiter geht's mit Let's Play Divinity 2. Moment, bin ich richtig? Da lang. Oder nein, da war ich ja schon das letzte Mal. Es ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Aber ich habe meine alten Kopfhörer wieder gefunden. Also dürfte die Tonqualität wieder etwas besser werden. Ja, ich bin inzwischen ein richtiger Fan vom schnellen Abschlachten. Jetzt, wo muss ich lang? Als nächstes gehen wir mal hier runter. Ich muss es finden. Dieses Gift bringt mich um. So, und wieder ein Skelett weniger. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sich die Tonqualität jetzt verbessert. Also das Verhältnis von Ingame-Sound und Kommentar. Wenn nicht, dann... naja. Dann werden wir es schon irgendwie in den Griff bekommen. Bestimmt wehgetan, genau. Mein Rucksack ist schon voll. Ach komm, das ist doch ein Witz. Schon wieder. Taurus Schild. Kommt zum Drachenturm. Mythos. Das Nahkampfschwert. Ist das Einhand? Ja, Einhand. Und was habe ich als Einhand? Das ist 48, 58 und 46, 77. Und das Schwert hier ist 23, 38 Magieschaden. Ich weiß nicht. Wohl? Ach was. Das hier kommt zum Drachenturm. Stones Ring kommt ebenfalls zum Drachenturm. Geht nicht. Okay, was ist das? Das muss Lobis. Nein, das ist nicht Lobis Amulett. Steinamulett des Nekromanten, bla bla bla. Okay, alles klar. Okay, das hebt anscheinend alles an, bis auf die Willenskraft. Es wird ein Punkt gesenkt. Egal, ich leg's an. Und er kommt zum Drachenturm. So, und jetzt kommt schön Taschentroll, Xid, Dingens. Oh ja, machen wir mal den Nahkampf. Wieder ein bisschen Nahkampf probieren. Man, nur so zum Spaß. Wir müssen ja auch ein bisschen spielen. Nicht immer den Übermächtigen hier markieren. So, jetzt will ich aber meinen Bogen wieder haben. So, was gibt es jetzt hier zu Besonderes? Geschlossen. Da ist auch nichts drin. Ja, das leckt dann immer ganz besonders, wenn ich diesen Trick mache. Hübsch. Das ist hier doch nichts. Mist. Naja, immerhin haben wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt. So, und jetzt gucken wir mal, vielleicht noch was in der Höhle ist. Und die Feuerwand ist gerade rechtzeitig wieder einsatzfähig. Und tot. Ganz.
Ja, das war jetzt noch der Gnadenstoß. Jetzt mal sehen, vielleicht gibt es hier hinten was. Irgendwas muss es ja in dieser Höhle geben, die ist ja sicher nicht komplett nutzlos. Ihr wisst doch, keine Höhle in Divinity 2 ist jemals nutzlos. Das ist aber jetzt der letzte. Gut. Und mein Untoter ist tot. Verätung und jetzt hier eine goldene Truhe. Was ist hier drin? Ein Ring. Veredelung und ein bisschen Gold. Das ist zu schwer. Yeah. Das ist zu schwer. Zum Drachenturm. Mal sehen, habe ich eigentlich irgendwelche Sachen, die irgendwelche vollen Stapel schon? Nee. Doch. Schön. Wollen wir doch wieder zurückgehen, oder? Haben wir das ja schon? Ja. Dummidum. Dummidum, dummidum. Dumm, tralala. Ein Schinken. Hä? Sind wir Gegner? Cool. Aber trotzdem nicht stark genug. Ich wurde vergiftet. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Ja, Levelaufstieg. Ging das echt? Das ging aber voll schnell. Stufe 37, was steht er jetzt eigentlich dabei? Eine Legende, sollt ihr morgen sterben, ist das bei den Gefahren, die euch ausgesetzt habt, durchaus möglich. So würde man eure Helden sagen, über Generationen weg erinnern. Wäre das nicht ein schöner Trost? Ja, schon ein bisschen. Der Untod ist immer noch auf Stufe 1 und... Oh mein Gott, ist der low. Ist der low. Ich wurde vergiftet. Ich frag mich, wo die herkommen. Ich war hier großartig bereits. Oh, ist nicht schlecht. Los, meine Untertanen. Oh, Hilfe. Ich frage doch noch. Der hat einen Heiltrank. Gegenstand für meine Sammlung. Der hat einen Heiltrank dabei. Genial. Ich wurde dafür vergiftet. Und ja, hier hinten war ich echt schon.
keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass ich erlebe in Divinity 2, dass Gegner nachspawnen. Oder dass überhaupt Gegner spawnen. Das ist das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Ihr wisst es, ihr wart dabei. Ich habe das ganze Spiel durchgespielt. Es gibt mir nur eine Stelle im ersten Teil, wo Gegner gespawnt sind, also einfach aus dem Nichts erschienen sind. Das müsst ihr mir echt mal zeigen, wo es passiert ist. Wo ich. Vielleicht war es in Mundus. Nein, Mundus Höhle auch nicht. War hier nicht der Ausgang? Nein, ich habe mich verlaufen. Ich bin hier so intelligent. Intelligent. Ich muss mal Intelligenz skillen, damit ich ein bisschen, damit ich nicht so dämlich bin und mich ständig verlauf. Verreck. Das ist wahr. Und das Level ist schon wieder hart geschafft. Mann, kämpfen ist cool. Hier dann? Oh Mann, sag mir. Kurzer Schnitt, bis ich aus der Höhle raus bin. Ich verlauf mich nur ständig. So, geschafft. Sind wir gleich draußen. Übrigens, ich habe erst rausgefunden über diesen Baum. Und zwar, ach ja, genau, an dieser Stelle möchte ich mich noch für den Tipp bedanken. Bei RockZBT. Danke dir für den Tipp. Ja, wirklich, danke dir. Ernst gemeint. Vanon ferigeat gefeate skiladas creage circan ongrinelmas eres gefta eap. Svanek gelom latic. Ihr habt kein Wort davon verstanden, oder? Die sprachlichen Fähigkeiten heutiger Drachen lassen offensichtlich sehr zu wünschen übrig. Geht am besten in eine gute Bibliothek. In dieser verfluchten Stadt werdet ihr sicher irgendwo ein Buch über Grammatik finden, das selbst ihr verstehen mögt. Oh, danke, Berlin. Ja, das ist jetzt die Aufgabe nicht, dass der Baum ihn nicht tötet, sondern dass er... Ah, blöder Untoter. Das ist ein Bug. Mir meine Kreaturen. Oder sonst was auch immer. Einfach so im Weg rumstehen. Sowas hasse ich. Aber RockZBT. Ja, das war's. RockZBT. Ich kann meinen Namen nicht gut merken. Konnte ich mir nie gut merken. Hat mich nicht nur auf die Quest hingewiesen, sondern auch, dass das Buch in der Lanyor-Straße zu finden ist. Wo genau, habe ich nicht wissen wollen, weil das wäre ja Spoilern. Und Spoilern mögen wir ja bei Blindspielen nicht. Aber das bedeutet, wir werden jetzt das nächste Video jedes einzelne Haus absuchen, bis wir das Buch gefunden haben. Da weiß ich auch schon, wo ich anfangen kann. Also, bis zur nächsten Episode. Bis dahin.